Hallo meine lieben Weltraumreisenden da draußen und herzlich willkommen hier zurück in die Outer Worlds. Wir sind immer noch hier in, wie heißt das Ding hier? Keine Ahnung, wir sind noch eh bald weg, aber noch nicht ganz so bald. Also wie weil Auntie Cleo hat ja das Sagen. Und ja, wir müssen hier noch ein paar Sachen erledigen. Und zwar haben wir hier das hier, Verlasse Roseway, genau so heißt dieser elendige Ort, über den südlichen Eingang und dann soll ich da mit dem Passwort 1234, dieses epische Passwort, hier hingehen. Und das ist genau das, was wir jetzt tun werden. Wir sind... Da schießt jemand. Ich hoffe nicht auf uns. Auf jeden Fall, da müssen wir jetzt auf jeden Fall noch hin. Oh, it's not the best choice, it's Spacer's choice. Oh, diese Bilder. Ich liebe sie. Ja, da drüben. Oh Gott. Du schon wieder, du armes, elendiges Teil. Was sind die schon wieder da? Krasse Scheiße. Na. Der wollte es von mir wissen, ey. Ich wollte eigentlich auf den anderen schießen, aber der wollte nicht so recht. Okay. Sie haben sie. Und sie werden sie ausschalten, okay. Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas looten können oder ob wir da schon waren. Ich glaube, da waren wir schon. Die Viecher sind einfach nur wieder da. Da haben natürlich, das ist kein Respawn, Freunde. Da haben natürlich andere Rudel hier in dieses Territorium hineingedrückt, als hier dieses Machtvakuum entstanden war. Das wird der Grund sein. Oh, da liegt ja auch nochmal was. Dinge, die mich skeptisch machen. Normalerweise ist da immer jemand, der höflich darauf aufpasst. Aber, oh Gott, wir sind schon wieder überladen. Aber in diesem Falle nicht. Wisst ihr was, ich würde das ganze Zeug hier gerne irgendwie in Geld umwandeln, aber... das Gewicht ist einfach so schrecklich, schrecklich, schrecklich. Oh, Flammenwerfer, Sicherheitsklinge hauen wir weg, das hauen wir weg. Oh, Adlerauge, Sturmgewehr. Das sollten wir uns mal näher anschauen. Ein Adlerauge, Sturmgewehr. Moment, also das ist das normale Sturmgewehr? Das ist aber kein Sturmgewehr. Das ist ein Scharfschützengewehr. Warum heißt es so Sturmgewehr? Keine Ahnung. Vielleicht kann man danach stürmen. Vielleicht ist das... Oh, Moment. Wir können das Ding gleich mal ausprobieren. Ei! Muss wehgetan haben. Na komm wieder hoch, Freundchen. Ach komm, nicht so lange bücken. So lange musst du doch deine Schuhe nicht zumachen. Naja, hab dann eben nicht. Ach, das Ding ist gut. Das Ding ist gut. Das gefällt mir sehr gut. Sind da noch mehr von den Leuten? Wir müssen ja ohnehin so halb in die Richtung. Und ich meine, es sind Plünderer. Es ist nicht gerade so, als ob wir hier ein Verbrechen begehen würden oder so. Nee, würde ich jetzt momentan mal nicht sagen. Ach ja, ich liebe diese Spiele. Ach ja, wo man so ein bisschen rum durch die Gegend snipern kann. Habe ich euch eigentlich erzählt, dass ich Fallout New Vegas komplett als Scharfschütze gespielt habe? Nein, das machen wir jetzt nicht. Das wäre sehr, sehr dämlich. So, warte mal. Gibt es noch mehr von diesen Minen? Wo eine Mine ist, ist eine zweite meist nicht fern. Ich benutze das Ding jetzt hier als Minensuchgerät. Da! Ey, wie fies! Guck mal, die haben diese Dinger echt neben die Pilze gelegt, die im Grunde genau dieselbe Farbe haben. Wie link und wie genial gleichzeitig. Das muss man denen schon lassen. Also, wenn sie jetzt nicht so tot wären, würde ich ihnen gratulieren. Da ist ja auch nochmal einer. Sag mal! Oh, der Kollege ist da voll reingerannt. Der hat's hinter sich. Der hat's hinter sich. Aber ich loote die Kollegen natürlich trotzdem, auch wenn sie mir Gewicht aufbürden. Eine Last liegt auf meinen Schultern und auf meinen Hüften und auf meinen Fußsohlen. Au. Ah! Ich habe so ein Piepsen auf meinen Ohren. Ja, jetzt habe ich echt gedacht, die liegen nur zwischen den Pilzen. Scheiße. Okay, vorsichtig, Freunde. Da ist nochmal eins. Nee, oder? Jetzt traue ich hier keinen Pilz mehr. Da war auf jeden Fall noch eins. Mein Gott, ey.
Ist ja mal übel, ey. Oh, warte mal, was ist die Abholzmaschine? Also das Ding sieht aber auch mal aus, als ob irgendwie ein Küchengerätehersteller plötzlich mal einen hier auf Woodpecker macht. Oh Gott, oh Gott. Oh, hello. Ja, der hat es auch schon hinter sich. Noch mehr von denen? Da hinten sehe ich doch was rumstehen. Okay, den einen Kopf treffe ich gerade eben einfach nicht. Aber man muss ja auch nicht immer den Kopf treffen. Das geht ja auch manchmal ganz, ganz normal mit Torso-Kontakt. Ist da auch nochmal irgendeiner? Tatsache. Oh. Sag mal. Bewegliche Ziele und so. Mit so einem Scharfschützengewehr. Nicht gerade leicht. Okay, der starb an Knieschuss. Also das Ding ist auf jeden Fall ein schnell schießendes Gewehr. Das muss man ihm lassen. Also man hat keine ewigen Nachladezeiten. Okay. Gut, haben wir die Gegnung erstmal ein bisschen exterminiert. Und schauen mal an, was das sonst noch jetzt hier so rumliegt. Oh je, yeah. Das Minendilemma hört einfach nicht auf. Ich muss echt aufpassen. Du fängst es aber nicht an, irgendwie komische Sachen da unten zu machen, oder? Wenn ich da durchlaufe. Oh, oh. Boah. Ey, diese Minen, ey, die haben echt schon eine krasse Reichweite. Ah, das ist mein Erzfeind. Kann ich da nicht irgendwie eine Schwäche entwickeln und dafür einen Vorteilspunkt bekommen? Wäre voll cool. Nach dem Motto, Minenblindheit. Du siehst keine Minen, kriegst einen Vorteilspunkt. Yay, nehme ich. Das wäre nicht mal ein Nachteil für mich, weil ich sehe sie ja wirklich nicht. So, oh, ich habe da mit der Mine tatsächlich noch so ein Vier mit erwischt. Ja gut, ein Sprat weggespratzt. Gibt auch Schlimmeres im Leben. Haben wir jetzt hier eigentlich alles weitgehend fast so gut wie. Was ist denn das hier für Lager? Da drüben kommen wir wieder zu diesem anderen Teil dahin, aber da wollen wir ja eigentlich gar nicht so recht hin. Aha. Da gibt's nichts. Sag mal, was haben die denn da hingemacht? Riesige Schädel von diesen komischen Raptidonen oder was auch immer das sind. Egal. Jetzt rennen wir einfach dahin, wo wir hingehören. Ich hoffe, da ist bloß kein... Ihr wisst schon was. Und dieses Teil hier eventuell eine Silencerin machen, wäre, glaube ich, ganz witzig. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Wir bräuchten nur eine Werkbank. Komme ich da jetzt rein, ohne dass ich in die Luft fliege? Eventuell. Ich muss nur um... Oh, das Piepsen gerade eben von dem aufblinkenden Schnellreiseort entdeckt. Und ich dachte, das ist schon wieder eine Mine. Ja, also, ich bin blind, aber Reflexe habe ich, Leute. Also... Oh yeah, baby. Werkbank. Gut, dann wollen wir doch mal ganz, ganz kurz mal hier ein bisschen modden. Wir modden dieses Teil hier zurecht. Was haben wir denn da? Fernkampfwaffen oder... Ändert den Schadenstyp zu Schock. Plasma. Erhöht die Magazinkapazität. Und hier hätten wir noch alternativ. Visier erhöht die Waffengenauigkeit. Das finde ich eigentlich ganz gut. Warte mal. Ein Zielverfolgung mit mal 2 Vergrößerung, das zudem die Maximalreichweite der Waffe erhöht. Halte ich für ein Scharfschützengewehr durchaus cool. Aber will ich da irgendwie noch die Art des Schadens ändern? Weiß es nicht. Das würde ja dann plötzlich Plasma machen. Oder einfach mehr Munition. Ach komm. Das machen wir rein. Das muss reichen. Die Dinger haben wir ja schon jetzt ausreichend, glaube ich, gemoddet. Naja, da sind schon, glaube ich, ein paar Mods drin. Nur bei der Panzerung. Was ist denn das hier? Verstärkt Rüstungsmod. Panzerung erhöht die Rüstungswertung von Körperpanzer und Helm gegen kinetischen Schaden. Ja, das ist doch gekauft. So, das Ding ist ja komplett gemoddet. Geilo. Läuft. So, raus wieder. Warum habe ich das Ding eigentlich noch dabei? Ich weiß es nicht. So, die Waffe hier vielleicht noch aufwerten. Oh, warte mal, wie geil. Die kann ich komplett aufwerten. Da gebe ich mal ein paar Hunis aus.
16. 16 ist völlig okay. Macht es auf jeden Fall mega gut Schaden, das Teil. Will ich noch mehr irgendwie tüfteln? Die Sachen lohnen sich einfach nicht mehr. Ihr seht ja, was die Dinger dann kosten, ne? Das macht einfach keinen Sinn, da jetzt noch Geld rein zu buttern. Das hier kann man noch reparieren. Kann man auch reparieren. Kann man auch reparieren. So, wie viel Munition passt da jetzt rein? 9. Wunderbar. Wie weit können wir jetzt gucken? Schade, ich dachte, ich kann vielleicht mit dem Mausrad oder so scrollen. Nein, kann ich nicht. Gut, aber daher ist ja jetzt da reingeht. Gucken wir erstmal nochmal, was da drüben ist. Hallo? Oh. Hi. Ei, der hat aber glatt seinen Kopf verloren. Sind schon ein paar mehr. Das waren ein paar mehr, als ich gedacht habe. Ja, ich würde schon sagen, das Ding ist gut. Schwäche gegen Korrosion. Alles klar. Du wurdest in der Vergangenheit zu oft verätzt, was deine Widerstandsfähigkeit gegen Schaden durch Korrosion nachhaltig verringert hat. Effekte Korrosionsschaden plus 25%. Ach ja, ist gebongt. Ich nehme den Vorteilspunkt. Her damit. Alles, was ich kriegen kann. Genauigkeit bei der Bewegung, mehr Zeitdilatation und Lauftempo, Bonus auf Kopf- und Schwachstellentreffer. Yo! Genau das, was wir jetzt hier mit dieser Waffe haben wollen. Mehr Head Damage oder Schwachstellen. Was auch immer bei einer Maschine dann so eine Schwachstelle ist, wir wissen es nicht. Vielleicht finden wir es noch raus. Voller Begeisterung und Neugier marschierten wir neuen Feinden entgegen. Aber erst einmal ist es eher so ein Schleppen, denn wir sind mal wieder ordentlich überladen und sollten eigentlich etwas dagegen tun. So. Das hier wollte ich mir eigentlich anschauen. Was ist das? Meistens verstecken die ja immer irgendwas hier bei solchen Teilen. Aber ich glaube dieses Mal nisch. Okay. So. Schlepp, schlepp, schlepp. Vielleicht hätte ich doch Gewicht nehmen sollen oder sowas in der Art und Weise. Ellie. Ellie. Ellie, das Springen funktioniert auch so, dass man den alten Punkt verlässt. Ach Gott, der ist nicht mehr zu helfen, ey. Ja, die Borstwurst. It's not the worst, unless it's Borstwurst. Okay, ich glaube, hier müssen wir eher wieder auf Nahkampfwaffen gehen. Wobei ich mir überlegen bin, ob ich hier die Schotti auspacken will. Ach komm, statt diesen blöden Hammer, ganz im Ernst, was will ich denn mit diesem Hammer? Der Hammer ist zwar ganz witzig, aber wir fangen eigentlich damit nichts an. So, das hier wird weggemacht. Weg, 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 weg. Der Pulshammer. Adrenalin. Scheiße, das war Level 16. Egal, ich zerlege das Zeug jetzt hier einfach. Das Ding hier, ich weiß nicht, ob ich das nochmal behalten will, aber wir haben eigentlich jetzt ein besseres Scharfschützengewehr, deswegen hau ich es weg. Will ich den Flammenwerfer eigentlich einem von denen geben? Ach, das Ding ist ja auch Level 16. Ich gebe mal Ellie. 165 Schaden. Ach komm, ich gebe jetzt mal die Pistole. Und unserem Freund Felix gebe ich mal den Flamethrower. Oh yeah. Ich weiß, er ist ein Wurfballschläger-Fan. Er bekommt aber hier dieses mega epische Teil. Aus irgendeinem Grund finde ich ihn witzig. Wie er so dasteht mit seiner Mega-Rüstung. Weil dann können wir nämlich diesen ganzen Scheiß jetzt zerlegen. Nein. So. Das spart uns schon mal ein bisschen gewischt. Genauso wie das hier alles. Kann alles weg. Kann alles weg. Und damit sind wir jetzt nur noch bei 74 von 100. Yay. Sind wir nur noch in 5 Minuten überladen oder so. Der ist schon mal tot. Das ist schon mal gut. Finde ich gut, dass der tot ist. Hallo, Raptit. Boah. Voll mit der Nase drin, wisst ihr? Volle Kanone mit der Nase in dieser Raptor und Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da kommt doch bestimmt noch mehr. Jo, da kommen noch mehr. Someone
Das findest du nur raus, indem du reinkommst. Ob hier sich jemand versteckt. Oh. Warum rennt ihr denn jetzt rein? Er frittiert gerade in den Typen da. Okay. Okay. Hast du gut gemacht, Junge. Eine Waffe, die um die Ecke schießen kann. Flammenwerfer. Coole Sache. So. Dann können wir ja einfach mal hier so tun, als ob nie was gewesen wäre. Na, ist ja alles gut. Wir durchsuchen jetzt erstmal hier die unteren Gebiete. Wie man das halt nun mal so macht. Denn es ist unsere Hauptaufgabe, naja, nicht unbedingt Leute hier in Asche zu verwandeln, aber hier geht überall liegt diese Scheiße rum im Wasser. Kannst so viel schreien, wie du willst. Jetzt dich versteckt, wird es jetzt vielleicht sogar noch leben. Komischer Kauz, ey. So, was haben wir da noch? Der war auch down. Da war gerade eben noch eine Leiter. Schauen wir uns mal um, was da oben ist. Ein totes Raptor. Und wie ist denn der da hochgekommen, frage ich mich gerade eben. Ich habe überall hingekackt, die Viecher. Ah, Moment. Ich sehe da was. Okay, man kann da hinspringen, super. Das ist ein richtiger Parcours, ne? Und... Oh ja, kann man durchaus sagen, dass es cool war gerade eben. Weiß nicht, ob ich da wieder zurückspringen kann, oder? Ob das... Das geht sogar. Cool. Bloß nicht in die Scheiße. Ich hätte da hochlaufen können, wetten. Yep. Ich hätte nicht die Leiter benutzen müssen. Oh oh. Oh Gott. Falsche Waffe. Falsche Waffe. Ich habe die Waffe verwechselt. Ich habe die scheiß Schrotflinte versehentlich erwischt. Vielleicht sollte ich bei sowas... Eine Elektroschrotflinte oder so mal modden oder sowas. Vielleicht wäre das sinnvoll, weil ganz im Ernst, also... Ich weiß nicht, ob das die ideale Waffenkombination ist. Das ist schon eine Vermutung. Uiuiui. Boah, erwischt. Sehr gut, sehr gut. Eigentlich soll ich beiden immer eine unterschiedliche Art von Waffengattung geben. Ne? So ihr Elektrik, ihm Feuer und dann ist die Sache eigentlich geritzt. Dann haben wir eigentlich, dann sind wir auf alles vorbereitet oder sowas in der Art und Weise. Ich glaube, das wäre die beste Methode, sich auf alle erdenklichen Arten von Kämpfen vorzubereiten. So. Reminds me of the first ship I crewed on. Captain had to ban Borst and baked beans. Borst and baked beans statt baked beans und pork oder wie auch immer das heißt. So, hier ist der Computer kaputt. Da steht irgendwas. Concentrated Destillat. One Gale Spliced Apple Cider. One Gale, also eine Gallone. One Gale Apple Juice. 8 to 10 Cinnamon Sticks, also Zimtstäbe. 1 to a half C, also ich glaube Zentiliter. Granulated Sugar? Was? Brown Sugar? Dasselbe, also nochmal dieselbe Menge an Brown Sugar? Na. Light Brown? Irgendwas mit Use Light Brown. 9, oh, ist das eine 9? Ich weiß nicht. 750 Milliliter Bottle of 169 Proof Grain Alcohol. Aha, was auch immer das ist. 1 Liter Whipped Cream Wodka? Das ist doch ein... Das ist doch ein Cocktail oder was wird das? Instructions. Continue all... was? Combine, nicht continue. Combine all ingredients in a large stock pot. Except for the alcohol and... Bring it to boil. Let it simmer for about 10 minutes. Also es köcheln lassen für 10 Minuten. Remove the
Mixture from heat and let cool to some to room temperature. Das soll ein R sein. Once the mixture is completely cool, add in the alcohol. Transfer to sterile mason? Irgendwas? Jar. Achso, einfach in irgendwelche sterile Gefäße abfüllen. Use 5 of the big 2000 plus. Irgendwas. Also divide the cinnamon sticks to that each jar has one. Also im Grunde in jedem ein oder zwei Zimtstäbe rein. Store them in a cool desk. Dry place. Okay. Da steht tatsächlich irgendwie ein Rezept. Kann man ja mal nachkochen. Keine Ahnung. Ich hoffe, es macht nicht blind. Naja, es kommt eher darauf an, was für eine Art von Alkohol verwendet. Finger weg von allem, was nicht Ethanol ist. Denn das macht impotent und dumm. Und manchmal auch tot. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Da kommen wir wieder noch raus. Da ist ein Computer. Können wir noch mal ein paar Dinge uns hier schnappen. Was steht da denn? 8 Cases Bumblebee Pale Kale Ale. Boston Baked Beans. Woolly Milk. Was? Wollige Milch? Spacer's Choice. Tarmac and Cheese. Well. So. Was sagt denn dieser Computer? Immer noch mal wieder die sicherheitsrelevante Situation. Bla 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 bla. Nachrichten. Angestellten-ID, bla bla bla, Volkova Maria, unterstützende Verwaltungsbewegschaft, Belegschaft, nicht Bewegschaft. Dr. Crane, betreffend unserer Konversation der letzten Woche mit dem Thema, warum ist der Munitionsschrank größer als mein Badezimmer, habe ich Sullivan mit dem Papierkram losgeschickt. Wir beten in dreifacher Ausfertigung. Zur Erinnerung, ich bin derzeit die einzige Gebäudeverwalterin für alle drei Anlagen und ich bin und bleibe die einzige Person, die vor Ort statt in Roseway schlafen muss. Gemäß den Personalstandards habe ich ein Anrecht auf eine Erfrischungszelle von mindestens 4 in Klammer 4 Quadratmetern. 4 Quadratmeter ist ehrlich gesagt nicht allzu groß. Da wird es schon schwierig, eine Dusche und ein Klo und ein Waschbecken reinzukriegen oder sowas in der Art und Weise. Weil Duschen, es gibt schon Duschen, die sind alleine schon 2 Quadratmeter groß. Gut, jetzt nicht die Standardduschen, aber manche schon. Die Standarddusche ist größer als 1 Quadratmeter. Ich habe den kompletten gestrigen Tag damit zugebracht, den Arm eines Mannes aus einem Fleischwolf herauszufischen. Yikes! Und ich habe hier nicht mal eine verdammte Dusche. Ach, da kommt das Thema Dusche auf. Sie hat keine Dusche. Ja gut, kein Wunder. Bring das in Ordnung oder ich dusche demnächst bei dir. Ich könnte nämlich dein Schloss knacken. Dann kannst auch du mal die Freude erfahren, Knorpel aus dem Abfluss zu entfernen. Denk daran, ich habe hier... ganze Kisten voller MacDietriche. Du weißt, dass ich das kann. Räuben, wir gehen hier langsam die Koffeinergänzungsmittel aus. Könntest du mir vielleicht welche rüberbringen? Ich will schon den ganzen Tag das Lager umräumen. Vielleicht kannst du mir ja wieder dabei helfen. Oder auch nicht. Wir könnten eine Wanderung zum Terraformer machen. Ist eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal da war. Wind in meinen Haaren. Reine Stille. Dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Im Moment fühlt es sich so an, als würde ich entweder Eingeweide aufwischen oder Däumchen drehen. Keine Ahnung, sag du was. Mascha. Ha, die hat doch mit dem Räuben wohl was am Laufen. Und dann, ja, schreibt, kommt wieder was von Volkova? Anton, ich habe noch nichts von dir bezüglich des Papierkrams gehört. Ganz obendrauf lag eine Empfangsbestätigung. Ich erwarte, dass du sie unterschreibst und mir sofort zurückschickst. Und wo ich dir schon mal schreibe... Hast du was von Porter gehört? Irgendwie antwortet heute keiner auf meine Nachrichten. Und es kommt die Antwort von Porter? Hier draußen sieht es übel aus. Verriegle die Tür und verhalte dich still. Bleib in Sicherheit, Maschenka. Ich komme dich abholen. Ui, ich glaube, das hat wohl nicht geklappt, oder? Inventarprotokolle. Angestellte, es gibt da hier nochmal 4 Inventarsachen. Okay, 473 bis 475. Projekt Winter Blue Mount, Iteration 37, Eintrag von Crane A. Notizen, das Standardproblem, Auftreten der Nebenwirkungen bei 5%. Erhöht auf 15% in den Altersgruppen 60+. Warum? Wenn du schon Nebenwirkungen hast, warum verdreifachst du die Dosis? Mein Gott, dann, also,
mal völlig davon abgesehen, dass das sowas von menschenverachtend ist, gehen wir mal wissenschaftlich an die Sache ran. Dann ab dem Punkt, wo schon Effekte eintreten, fängst du an, kleine Schritte zu machen. Dann erhöhst du es um 1% oder wenn du glaubst, es könnte kritisch sein, um 0,1%. Das wäre sinnvoll. Der Typ ist so eine Da habe ich nicht mal Worte dafür. Flachzange oder Pappnase passen nicht mal. Das ist eine Pappzange oder eine Flachnase. Aber, Weiter zum nächsten Thema. Roboterwachpostenteile diverse. Eintrag von Porter. Notizen. Von Doc Orson zurückgeholt. Zurück in den Schrank für die Teile geworfen. Was? Zurück in den Schrank für die Teile geworfen. Ich weiß nicht, wen mein Deutsch gerade eben verlassen hat, aber ich glaube, es bin nicht ich. Zigarettenanzündegerät tragbar. Eintrag von Shaw O. Inventarprotokollierung nur für Privatnutzung. Gesicherten Werkraum für meine Freistunden angefragt. Werkbank im Roboterwartungsraum der Waffenkammer erhalten. Nehme ich. Gut, das war's. War jetzt, ja, nicht unbedingt erleuchtend. War. Ist das Ihre Nasszelle? Oh, Scheiße, ja, da. Ja, ein Föhn hat sie ja immerhin. Musst du dich drunter setzen, weißt du, zum Haare föhnen. Weil du deine Haare hier diesen. Oh Gott, ey, das ist eine Katastrophe. Da kriegst du noch nie deinen Kopf drunter. Diese Dinger sind so designt, dass du einfach nur dreckig bleibst. Der schrecklich. Ja, ich wundere mich ja gerade auch über so einiges hier in diesen Labs. Wir sammeln jetzt erstmal alles ein und können danach alles an den Automaten zurückverkaufen. Das Leben ist schön, meine Freunde. Ich weiß gar nicht, warum ich das da rausnehmen will, wenn ich da sehe, was da los ist. Abspülen halten die nicht so viel, habe ich so das Gefühl. Und nein, in dem Falle ist angegriffen werden und sterben keine Ausrede. Das würde Auntie Cleo genauso sehen. So, mal gucken. Was können wir denn jetzt hier erstmal verticken? Erstmal fangen wir mal an hier mit diesem ganzen Scheiß hier. Das geht jetzt alles hier erstmal weg. Gott, haben wir hier viel von dem Zeug. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles brauche. Ich wünsche mich, könnte das irgendwo einlagern oder sowas in der Art und Weise. Das wäre schon sehr cool. Oh Gott, ey, ohne Witz. Ich weiß gar nicht. Wisst ihr was? Ich hau alles weg, was nicht irgendwie Medizin ist. Das ist, oh Gott, schrecklich. Bist du auch Medizin? Ja, du bist sowas wie Medizin. Das aber nicht. Und das auch nicht. So. Ausrüstung. Weg. Und weg. Ha! Wollen wir noch irgendwas kaufen? Nein! Wir wollen Oh, was steht denn da? Wenn ihr in die Waffenkammer rein wollt und den Code nicht habt, fragt mich. Wenn ich nicht da bin, geht zum Tresen im Antibiotika-Labor. Ja, da waren wir schon. Ah! Wir sind also in der Waffenkammer. Oh! Sanitärmaschine, wir haben den Säurereiniger gefunden gerade eben. Cool, warte mal, wo waren das hier? Sanitärmaschine. Ist hierbei abgeschlossen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben gerade was abgeschlossen. Sehr erfreulich. Oh, yeah. Waffenkammer. Was bist denn du? Ein Plasma-Karabiner. Das kennen wir aber noch nicht. Nee, das kennen wir noch nicht. Du bist ein Plasma-Gewehr und du bist ein Plasma-Karabiner. Stufe 13, gegen Stufe 13 und der ist jetzt schon besser. Wir müssen das Ding auf jeden Fall testen, gucken, was es so kann. Oh. Hi, jemand da? Scheinbar nicht. Wenn keiner da ist, gehört es dem Finder. Und ich, da ich hier sonst keinen finden kann, glaube ich, bin ich das. Moment, bevor ich da runtergehe. Ne, hier war keine Tür mehr. Habe ich woanders noch eine Tür übersehen? Diese Tür hier. Warte mal, da hinten war doch auch noch eine Tür. Boah, ich will noch nicht da runtergehen, bevor ich nicht den gesamten Raum untersucht habe. Warte mal, okay. Ne, hier kommen wir wieder bloß raus. Okay, gut. Dann wissen wir jetzt, dass das hier der Rundgang ist.
Das heißt, ich muss jetzt da wieder rüber. Genau da wieder rein. Und dadurch habe ich das hier gefunden. Episch, ne? So, Waffenkammerprotokolle. Was ist das? Phlogisychotronpistole. Force. Phlogisteron, das klingt eher wie so ein Medikament als wie eine Knarre. Ich töte dich biologisch. Status von Phlogisynchrotronpistole. Force. Funktionsfähig. Vor Benutzung muss nicht qualifiziertes Personal das Anlagensicherheitsseminar S023 absolvieren. Da derzeit kein qualifizierter Seminarleiter zur Verfügung steht, wird die dauerhafte sichere Verwahrung empfohlen. Munition diverse. Fehler. Munitionsenträge nicht gefunden. Bitte sobald wie möglich Volkova M kontaktieren und die Aktualisierung der Munitionseinträge anfordern, um eine ausreichende Versorgung des Sicherheitspersonals zu gewährleisten. Okay, hier gibt es also eine biologisch abbaubare Waffe oder sowas in der Art und Weise. Diese Phlogi irgendwas. Phlogisychotronische Knarre, keine Ahnung. Bin mal gespannt. Oh, ich höre was. Den haben wir. Oh, oh, nachladen. And done. We did it. We did it. We did it. We did it. Da ist das grüne Leuchten. Force Pistolenpläne. Floggy Synchrotronpistole. Wow. Manufactured by Force Arms Corporation. Irgendwas da oben besteht mit M dran. Marvin Maverick, keine Ahnung. Irgendwas mit Approved. Detaillierte Zeichnung einer hochentwickelten Pistole. Änderungen und Kommentare überdecken das Schema, sind aber größtenteils unleserlich. Bis auf den Namen Orson Shaw in einer Ecke. Okay, war Orson Shaw, nicht Maverick. Die technische Zeichnung bildet eine Phlogisynchrotronpistole von einer Marke namens Force ab. Diese stammt nicht aus der Halcyon-Kolonie, nicht aus den Plänen abzulesen ist, was eine Phlogisynchrotron eigentlich ist oder tut. Wahrscheinlich irgendwas Phlogisynchotrieren oder filtrieren oder Phlogisynchominieren. Wir werden es ausprobieren. Freiwillige laufen da draußen ja wahrlich genug rum. Was haben wir denn da? Da haben wir sonst doch noch was. Sehr schön. Ich wollte gerade schon sagen, da haben wir nichts. Doch, da haben wir noch was. So, da, la, so, da, la. Haben wir jetzt eigentlich hier alle Quests eigentlich abgeschlossen? Also zumindest führt es mich jetzt hier erstmal wieder raus. Mich führt's hier raus. So, gucken wir doch als allererstes mal hier auf unser Tagebuch. Wir klicken mal einfach durch, ne, was wir haben. Okay, wir haben den Hauptauftrag, haben wir gerade eben keinen mehr. Waffe aus der endlosen Leere. Führt mich hier wohl raus. Region. Ja. Das machen wir am besten so. Vulkanischer Hammer. Karte. Da muss ich irgendwie da noch hin, so wie es aussieht. Kehre zu Orson zurück. Ah, okay. Dann. Der Amateuralchemist spricht mit Vaughn. Da müssen wir hier auch noch irgendwas machen. Okay. Dann das Notsignal. Müssen wir nach Hause. Und dann haben wir noch hier kritische Lösung. Auch nach Hause. Sanitärmaschine. Ah, da muss ich jetzt den Säurereiniger installieren. Wahrscheinlich auf dem Schiff. Genau. Und dann haben wir noch der leere Mann. Okay, also wir wissen jetzt, dass wir auf jeden Fall jetzt hier für den vulkanischen Hammer dahin müssen. Da können wir mal die Schnellreise im Gebäude natürlich nicht benutzen, was irgendwie deprimierend und logisch zugleich ist. Da kommt Depression mit Logik zusammen. So, das Bild gerade eben war wieder mal schrecklich schön. So, dann machen wir den schnellen Abstecher. Zack. Mantis Swarm. Wow. Wo ist der Typ? Da ist der Typ. Ach, das ist der... Ach, stimmt. Warte mal. Das war dann die Aufgabe. Genau.
Genau, verlasse Rose, der hat ja in irgendwas gehabt, Orson Scholl, ein Wissenschaftler von Rose, tüftelt an der neuen Pistolenprototypen. Der war das, okay. Oh, hello. Why do you seem familiar? Have we met? Nein, nein, wir haben uns nie getroffen. I am Orson Scholl, Chief Behavior. Wait. Yes, I'm quite sure we've met. My apologies. Have you retrieved my schematics yet? Wisst ihr, er hat es als Sarkasmus aufgenommen und nicht als Lüge. Oh, ich kann sagen, noch nicht. Ja, hier sind die deine Pläne. What a relief. You hold months of work in your hands. Moment mal. Force-Waffen sind illegal. Warum hast du die nicht abgegeben, als du sie gefunden hast? Anton would have just given them to Porter without a second thought. What a waste of potential that would have been. Was für eine denn? Oh, warte mal, jetzt können wir ihn überzeugen oder einschüchtern. Wollen wir ihn erpressen oder das oder überzeugen, dass diese Pläne ziemlich viel wert sind? Vielleicht hätten sie dich ja damit experimentieren lassen. Er ist ein Boss. Ne, warte mal. Ich mache einfach mal einschüchtern. Was ist es dir denn wert? I see a proper shakedown. I might have known not to trust a common thug. So be it. I'll buy them off of you. Oh, Rufe, Auntie Cleo, gesunken. Was, ich habe schon einen Käufer dafür? Ach nee, ich überreiche sie ihm. Ich will wissen, was die Knarre macht. Much obliged. Here are your bits. Now, let's 100? see here. Attach this, twist that, apply a little pressure, and voila! I can finally call this little side project complete. Thank the law. Oh. I can't be caught with this. You take it. If R&D buys the schematics from me, perhaps I'll get you the first model, hot off the presses. I'll, call you? Yes, I'll call you. Was? Der hat sie uns jetzt einfach gegeben? Da ist sie, die Ultimatum. Force, Fertigkeit, Handfeuerwaffe, Schaden 40. Magazingröße 15 Energie, Spezialeffekt verbrennen. Hello there. Aha, das machst du also. Okay. Was? Moment. Aha! Was? Ruf bei. Erhöhe ich meinen Ruf bei Auntie Cleo, weil ich hier rumballere? Ihr seht, die Dinger prallen ab. Das ist eine Waffe, mit der kann man um Ecken rumschießen. Wie episch ist das denn? Die sollten wir als Zweitwaffe behalten. Das ist ja mal ein cooles Teil. Im Gegensatz zu dir da. Du bist überhaupt nicht cool. Und das ist unser Sturmgewehr, das wir noch brauchen sollten. Warte mal, das machen wir tatsächlich so. Da haben wir noch das Plasmagewehr. Und jetzt, Moment, wir sind ja noch nicht fertig. Wir sollen jetzt hier noch zum Amateuralchemisten gehen. Der war ja da hinten. Der war da hinten, der war da hinten. Oh Mann, eine Waffe, die Laser, also Plasma schießt und um die Ecke schießen kann. Kranker Scheiß. Aber geiler kranker Scheiß. Es ist unten. Aus irgendeinem Grund dachte ich, ich muss hoch. Tja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen und so weiter und so fort, ne? So, da bist du, du komischer Typ. Any news on the thing we spoke about? You know, that thing. Ja, ja, die Sache. Ich habe dein Experiment gefunden, Zwinker, Zwinker. Don't keep me in suspense. Did you get my stuff? I mean, not mine. It's for other parties, buyers. Ja, ja, genau. Oh, warte mal, ich kann die Hälfte behalten. Ja, sorry, du hättest vielleicht die Ausrüstung vernünftig kalibrieren sollen, wäre mehr drin gewesen. I'll remember that. I'm not the greatest technician. This is gonna make me so popular. I mean with the people who buy it, not by using it. Ich glaube, du bist in vielen nicht der Großartigste. Ich bin mir sicher, du wirst dir das Zeug reinpfeifen. Ich bin mir sicher. Only for testing purposes. Bestimmt. Body control. Auf jeden Fall, klar. Take this. You earned it. If you run into me again after all this is over, maybe I'll have more. Pleasure doing business with you. Ja, genau. Oh Mann. Gut, wir haben hier, so wie es aussieht, alles, was wir wollten.
gemacht und... Moment, jetzt laufe ich schon wieder falsch. Ich glaube, wir können jetzt tatsächlich zurück. Was haben wir denn jetzt bekommen? Wir haben, glaube ich, hauptsächlich noch Geld bekommen oder sowas. Was ist das denn? Warum bekomme ich denn ständig diesen Scheiß da? Keine Ahnung. Da ist irgendwie noch eine Mod drin. Rüstung ab Werk ist da drin. Keine Ahnung. Ich hole mir da nochmal ein paar Mods raus. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch zum Schiff. Ne? Wir sind hier fertig. Ruf zum Schiff. Auf die Reliable. Against all odds, the Unreliable takes flight again. And again, and again. Oh, your face is a sight for sore ocular processors, Captain. Or rather, your headgear is. Ja, ich trage so etwas. So, Moment mal, wir wollten ja was einbauen in den kleinen Roboterich und den säuretechnischen Roboterich. Hallo, Sam. Installiere Säurereiniger und ich... Ist das eigentlich eine gute Idee, wenn ich jetzt selber Korrosionsprobleme habe, jetzt hier Säurereiniger einzubauen? Hm, mal gucken. Yay, Stufe 14. Greetings, customer. This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Ja, Sam. Registering new owner, Captain. Ja, willkommen in der Crew. Sag mal, wo du hergekommen bist. All SAM units travel fully assembled in a 12x12 corrugated steel box. Super. Ich meinte eigentlich mehr, dass ich mehr über dich wissen wollte. Did you know SAM units are capable of equipping regulation grade flamethrower nozzles? Upgrade your attachment today and get to firing away. Na, was sagst du, Sam? Hilfst du mir dabei, in dieser Kolonie ein bisschen aufzuräumen? That's stubborn stains. Leave them for Sam. Ja, super. Willkommen in der Crew. Sam units live to clean and clean to live. Ja, ich... Wow! Heute haben wir ein paar tolle Gadgets bekommen. Ja, immerhin brauchen nicht viel Platz. Das ist auch schon mal gut. Zum Glück habe ich die Crew nicht informiert, ne? Die können jetzt mal alle schön panisch bekommen. Okay, liebe Leute. Beim nächsten Mal geben wir dann mal die Hauptquest ab, ne? Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Seid dabei, wenn ihr wollt, wenn wir hier wieder zurückfliegen. Ja, zur, wie heißt das Ding nochmal? Groundbreaker. Ich wollte schon Greyhound sagen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.